Ihr wollt wissen, was da jetzt schon wieder passiert ist und wo das Teil da wegkommt? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Das Hub-Upgrade 4 und 5, das soll drin sein. Schauen wir mal, ob die 6 auch noch drin ist, dann haben wir das nämlich fertig. So würde ich sagen, direkt auf ans Werk. Wir hatten zuletzt uns hier ein bisschen Beton gemacht. Guck mal, können wir direkt noch ein bisschen was reinschmeißen. Eben schauen, wie sieht es denn hier oben aus. Der Kollege ist kräftig am Buddeln. Ah, nehmen wir auch schon mal wieder raus. Hier haben wir diesen auch dran. Was machen sie? Ja, das passt erstmal. Das haben wir da. Da haben wir Kupfererz. Das läuft auch schön durch. Da sortieren wir mal eine Runde. Jo, was sagt unser Strom? Oh, da müssen wir was reinschmeißen. Nicht, dass uns dann der Strom ausgeht. 12 Megawatt, da können wir bestimmt noch was bauen. Gucken wir erstmal, was wir für die Nummer 4 hier brauchen. Die Nummer 4 sagt nämlich, wir brauchen 75 Platten, 20 von den Kabels. Und Beton haben wir schon fast im Inventar, das ist ja super. Also, Meilenstein auswählen, aber schön da stehen. Dann gucken wir mal hier. Kommt das eine. Na, den einen Beton machen wir noch. Dann können wir nämlich den schon mal direkt reinschmeißen. Haben wir das hinter uns. Die 75 Platten da. Ja, ist ein bisschen Gehämmere wieder. Damit das hier auch spannend anfängt. Hämmern wir erstmal eine Runde rum. Ja, aber die 75 sind ja auch schnell erreicht. So, aber schon mal fast die 50. Jetzt haben wir die 50. Und ratzfatz 60. 70. Komm, ja, bis zu 80 durch, oder? Jupp. So, auch direkt da drüben rein. Weg damit. So. Jetzt fängt es an, lustig zu werden. Wir brauchen nämlich Gabel. Für Gabel brauchen wir wieder die Rollen. Das heißt, wir könnten im Moment 6 Gabel machen. Wir brauchen 20. Wenn wir das noch machen, kriegen wir doch bestimmt die 20 da unten voll. Da habe ich den ersten Schritt schon mal direkt hinter uns. Ja, da steht schon mehr als 20. Ist doch super. So, da haben wir das. Und jo, verbessern. Blub. Das Controller gleich wieder. Der zählt uns ein. Congratulations, you have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth objective, complete hub upgrade 5. Note. Portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice: when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Okay. Ja. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Kein Corona, keine Angst. Okay, was haben wir Neues? Wir haben Fördermasten und Förderbänder. Das ist doch auch schon mal gut. Jetzt noch so einen Konstruktor bauen. Da brauchen wir eigentlich 4. Wir könnten 2 Stück da hinsetzen. Also, um unsere... Ja, wir haben ja hier 12 verbrauchen wir gerade. Okay, wir verbrauchen keine 12. Warum verbrauchen wir nur 0,3? Hier alle durch. Ach, da ist nicht mehr genug drin. Könnt ihr ein bisschen arbeiten. Wie sieht das hier aus? Ah.
Das ergibt natürlich Sinn. Das mal raus. Dann würde ich sagen, holen wir erstmal neuen Kupfer. Von da hinten und nehmen uns auch direkt Eisenerz hier wieder mit. Da alles nehmen. Bei dem Kollegen alles nehmen. Und dann wieder ab da drüben hin. Unseren Sepper haben. Oh, da sind Bären. Wir können auch direkt hier wieder Zeug mitnehmen. Und an den Bären vorbeirennen. Ich bin ein Horst manchmal. So, da müssen wir hoch. Und ein bisschen Blätter mitnehmen. Da ist doch unser Weg da hoch. Okay. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendwann meint, dass ich es schaffe, da hochzurennen, ohne vor der Wand zu springen. So. Kupfer schon mal wieder abgeholt. Und ich hoffe, heute wird die Qualität wieder mal ein bisschen besser. Wo muss ich lang? Da will ich runter. Also hier lang. Aber bisher war es ja erste Video shit. Zweite Video besserer Ton. Das heißt, jetzt müssten wir auch das Bild in Ordnung kriegen, oder? So, jetzt sind wir auch schon wieder fast hier. Dann schmeißen wir Kupfer direkt rein. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir von den Dingern zwei Stück gebaut kriegen. Dann können wir mich alles schon mal ein bisschen schneller machen. Gesagt. Das ist natürlich super, dass ich die Kabel jetzt nicht lesen kann. Besser. So, wir brauchen 16 Kabel. Die... Ja, ein paar mehr. Oh, 25 würde ich sagen. Dann können wir die nämlich auch gleich mit Strom versorgen. Okay. Die ziehen wir einmal durch. Dann machen wir noch ein bisschen von den Drähten, damit wir uns diese schönen Strommasten noch hinsetzen können. Ja, 50. Viel brauchen wir zwar gar nicht, aber passt schon. Die verstärkten Platten, davon brauchen wir ein paar, nämlich 4 Stück. Gucken wir mal, was wir dafür alles brauchen. So, Eisenplatten. 24. Das schon mal für 48 Schrauben. Nur die Eisenstangen. Gucken, was da 48 steht. Geht ja auch recht zügig. Ja, sogar mehr. Na ja, komm, einmal durch. Und dann holen wir uns die 4 Platten. Und dann gehen wir mal darüber. Als erstes setzen wir mal hier neben unser Kupferteil schön so ein Konstruktor. So, mal gucken. Ich sage, müssen wir den Eingang vorne machen, den Ausgang mehr so nach hinten. Nee, das gucke ich mir von der anderen Seite an. Dahin damit.
Und den anderen packen wir. Oh, den haben wir. Ja. Nö, ja, ich hab das echt drauf, weil ich hier so mache. Das ist mit Hand und Fuß, ne? Packen wir den Kollegen doch mal lieber hier oben hin. Ohne Platz dafür zu haben. Was war das denn jetzt? Dann gucken wir das alles nicht. Dann setzen wir den dahin. Den bauen wir nochmal ab. Und setzen ihn hier neben. Sieht auch wunderschön aus. So. Förderbänder. Da habe ich zu wenig Platten für. Also machen wir Platten. Wie viel machen wir denn mal? Also, ja, 30 Stück, oder? Schauen wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Zack, da rein. Und der Kollege kriegt von hier. Da ist doch schon mal was. Da gehen unsere Barren da hoch. Und dann bringen wir ihm bei. Und hier hätten wir gern Draht. Es fehlt aber noch Strom. Okay, ich brauche Eisenstangen. Ich brauche Beton. Dann holen wir das mal. Beton macht der eine ja. Dann haben wir noch Eisenstangen. So. Wo setzen wir denn mal hin? Ich würde sagen, den packen wir hier hinter. Tun uns den Strom von da, ne? Ist eine gute Idee. Wenn wir auch den Beton holen, den wir holen wollten. So. Das hier hin. Und dann von da einmal Strom hier hin, einmal dahin, einmal dahin. Und gleichzeitig können wir von dir schon mal wieder ein bisschen was holen. Hier reinschmeißen. Das richtige Klicken, da funktioniert es auch. Du machst uns erstmal Eisenplatten. So. Was brauchen wir eigentlich für die Nummer 5? Für die Nummer 5. Nur Stangen. Ich muss auch Stangen machen sollen. Kabel. Und wir brauchen Beton. Beton haben wir wieder da. Schmeißen wir direkt rein. Die Stangen, ja, die machen wir schnell selber. Was haben wir gesagt? 75, das geht ja ratzfatz. Auch wenn wir nicht genug dafür haben, aber das holen wir uns schon. Jetzt kann man wahrscheinlich, weil ich nicht richtig hingeguckt, 74 aus oder so. Natürlich! Aber kein Problem. Die klauen wir uns, schmeißen das da rein. Muss sowieso gemacht werden. Das kommt da rein. Und da haben wir die 75. So, jetzt holen wir uns noch von da oben schön die Kupferspulen. Und machen unsere 50 Kabel fertig. Das wird zwar noch nicht reichen, aber obwohl wir haben 100 fast, also 99. Da schaffen wir doch schon ein bisschen was mit. Ne, 49. Aber 7 haben wir, also passt.
Und da ist die 50. Auch die rein. Und das nächste Upgrade. Und dann gucken wir, was wir dann machen können. Congratulations. You have unlocked Building Miner Mark 1. Building Storage Container. Hub Feature Additional Biomass Burner. 10th Objective. Complete Hub Upgrade 6. Note, there are no notes. Okay. Es gibt nichts mehr zu beachten. Das sollen wir beachten. Finde ich schon mal praktisch. Wir haben jetzt zwei von diesen Biomass-Burnern. Und der Kollege hat keinen Treibstoff mehr, als hätte ich es geahnt. Der Kollege ist noch nicht angeschlossen. Da. Da packen wir auch direkt was rein. Und sagen dem auch direkt, wir hätten dich gerne mit im Stromnetz. Und dann haben wir das, Schauen wir nach, was wir für die nächste Stufe brauchen, was diese ominösen Miner sind. Ich meine, damit holen wir den Kram aus dem Boden. Da könnten wir eigentlich direkt schon mal den ersten hinsetzen, nämlich auf unserem Beton, das automatisieren, also vollständig automatisieren. Das machen wir auch gleich und wir gucken, was brauchen wir für die 6. Och, das geht alles noch. Alles noch halbwegs harmlos und machbar. Dann gucken wir mal. Da können wir schon mal wieder ein bisschen reinschmeißen. Und hier oben sagen wir einmal Miner aufheben, weil für einen Miner brauchen wir praktischerweise einen von den mobilen. So, da ist nicht genug Freiraum. Das ist aber unschön. So ist genug Freiraum. Tatsächlich genau. Genau auf unseren Strommast. Sehr schön. Dann. So, jetzt einmal hier alles Strom kappen. Dann schauen wir weiter, wie wir das hinkriegen. Einmal weg das Teil. Den Strommast hier hin. Schöne ist, die Ressourcen kriegt man ja hier alle wieder. Das heißt, uns geht nichts flöten. Und wir können den Kollegen direkt anschließen. Kabel ist zu teuer. Dann, ups. Springen wir dran vorbei. Und machen uns danach noch ein paar Kabel. Und wir machen uns direkt ein Förderband von hier da rein. Aber vorher holen wir uns hier ein paar Platten raus. Brauchen wir eh. Von daher da rein. Das heißt, der baut schön das Zeug ab. Der baut daraus direkt Beton. Und dann einmal hier um die Ecke. Wir packen einfach. Packen wir da schon was rein? Ach ja. Die haben wir schon. Da machen wir schon mal ein bisschen. Das machen wir da rein. Ja. Dann gucken wir nämlich. Nee, das war nicht so clever. Egal. Eisenbahn. Haben wir ja noch genug in der Hand. Miner
Packen wir mal hin. Wir haben da drei von denen. Da oben ein, ne? Vier Stück. Was brauchen wir denn für vier? Wir brauchen 40 Platten, 40 Beton. Und vier von den Krümelteilen da. Wer ist ein Mobile Miner? Das kriegen wir hin. Strom wird nochmal interessant, da oben hochzukriegen für den Kupfer. Da können wir erstmal außen vor lassen. Lagercontainer, auch sehr interessant. Dann kann man den Spaß nämlich zwischenlagern. Und die Produktion hört nicht auf einmal auf. Also, zumindest nicht vollständig. Kupfererz haben wir keins mehr. Das ist unpraktisch. Ich meine, sobald wir hier Fundamente bauen können, das wohl noch ein bisschen dauert, müssen wir sowieso einmal umbauen. Dann gucken wir doch mal, dass wir uns erstmal die 40 Eisenplatten bauen. Ja, gut, machen wir die Hälfte. Da ist die Hälfte. Beton holen wir uns da oben raus. Da haben wir schon mal genug von. Und dann wird der Miner genommen und der Miner genommen. Und wir bauen uns unseren großen Miner dahin. Und jetzt gucken wir, dass wir den auch möglichst vernünftig ausrichten. Das sieht doch ganz toll aus. Und den zweiten setzen wir genauso dahinter und haben dann Probleme, dass die ineinander laufen. Egal. So, was haben wir an Stromkabeln? Und genug für einen Strommast? Nee, da fehlen uns die Stangen. Bauen wir noch ein paar Kabel, 4, das könnte knapp werden. Schauen wir erstmal. Oh, da ist nichts mehr frei. Da ist nichts mehr frei. Das ist nicht gut. Schon wieder umbauen. Dann bauen wir erstmal irgendwo Strommast hin. Was fehlt uns? Ach, Kupfer. So. Setzen wir den einmal dahin und wir setzen einen hier so zwischen. Da wird schon mal geguckt, was kriegen wir da hin. Und von hier nach hier. Oh, das geht sogar. Den schließen wir noch nicht an. Und dann müssen wir einmal das Kabel wegholen. Hier dran gehen. Und da dran gehen. Dann geht wieder alles los. Das hier aus. Uiuiui, 200 knack. Oh, wir können gleich wieder Blätter sammeln gehen. Ja. Ja, so viel liegt hier gerade nicht mehr rum. Löten. Okay, ja, die 100 können wir schon mal reinpacken, das haben wir voll. Dann brauchen wir definitiv Platten, um uns ordentlich von da aus ein Förderband zu bauen. Ne? Ja, zu teuer, ich weiß. Ich wollte doch eigentlich nur wissen, wie viele das sind.
Ja, dann holen wir uns mal ein paar von denen hier. Oder haben wir da oben noch Platten drin? So, dann könnten wir hier unser Eisen, das wir noch in der Tasche haben, reinpacken. Und wir haben da noch ein paar. So. Was kostet so ein Container? Organisation, Container. Da brauchen wir noch ein paar Stangen. Wir holen uns jetzt noch die Stangen dazu. Das waren 10, die wir haben sollten. Dann setzen wir uns hier so einen Container dazwischen. Genau. Das ist eine gute Idee. Es war so, dass der da auch reinpasst. Das ist super so. Dann lassen wir nämlich von da aus per Förderband schön alles hier reinlaufen. Und hier auch. Dann können wir nämlich das ganze Zeug schon mal da reinschmeißen. Wenn das hier alles voll ist, dann läuft der erst voll, bevor das aufhört zu arbeiten. Das klingt nach einem guten Plan. So. Was haben wir hier? Davon brauchen wir noch ein paar. Da machen wir eben die 100 Stangen. Wie machen wir das denn am besten? Sagen wir dem jetzt hier. Mach mal Stangen. Die Platten haben wir gekriegt, das ist doch gut. Da wollen natürlich ein bisschen. Ja, vielleicht nehmen wir uns doch hier nochmal so einen 100er raus und hämmern da ein bisschen selber drauf rum. Kriegen wir das doch locker und zügig hin, oder? So, nur die ersten 40. Jetzt gleich da drüben reinschmeißen können. Schon mal rein. Rennen hier hoch, holen uns die 18. Packen die da rein. Und dann bauen wir noch mal ein bisschen was. 42 kriegen wir da hin. Wer hat auch gelacht? Also genug für die 42 haben wir jetzt. Dann semmeln wir das da rein. So. Rein damit. Hub verbessern. Und hör mal zu, was die Uschi zu sagen hat. Wenn sie was zu sagen. Congratulations, you have unlocked Building Space Elevator, Building Biomass Burner, Part Biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge.
The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Na, ist er fertig? Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and as such initiating project assembly. Good luck. Also, viel Glück hat sie uns gewünscht. Wir haben jetzt wohl das Ding hier erstmal fertig. Da ist irgendwas aus dem Weltall gekommen. Wir können jetzt andere Milestones machen, nämlich erstmal, wow, Stufe 1, Stufe 2. Da haben wir Fundamente und Wände und Rampen und einen Beobachtungsturm. Gucken wir mal eben zusammen durch, was wir so kriegen. Förderbandsplitter und Fusionatoren. Was ein Wort. Förderlifte. Und irgendein Display der Produktivität. Eine Analysemaschine, ein Objektscanner. Irgendwelche Peilstäbe. Hey, wir können so schöne Boxen nochmal bauen. Und hier noch jede Menge Zeug. Manufakturen, Kupferblech, Rotorstarter. Oh, da kommt schon mehr Zeug. Oh, fester Treibstoff. Kettensäge. Jumppads und Gelandepads. Awesome Shredder und Awesome Shop. Und schnellere Förderbande. Förderbande. Förderbänder. Mit Mästen. Wir wollen ja niemanden mästen, wir wollen irgendwas auf den Mast packen. Und wir können schneller die Sachen nach oben bringen. Das ist doch super. Jo. Was sagt unser Strom? Da gucken wir uns noch an. Strom ist fast gut. Also erstmal ist er ausgegangen. Dann schnappen wir uns den letzten Rest, der da drin ist, plus unser bisschen, was wir so noch haben. Schmeiß mal hier ein bisschen was rein. Schmeißen da ein bisschen was rein. Legen die Sicherung wieder um. Ja. So. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Und ein Daumen wäre großartig. Und damit macht es gut. Tschüss.